Hallo meine Lieben, ich möchte gerne mit euch leckere Cake-Pop-Pralinen machen und dafür müsst ihr nicht mal backen und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Für eure Cake-Pop-Pralinen braucht ihr einen Fertigkuchen oder einen fertigen Teig, Frischkäse, ein Wasserbad und Schokolade, ich habe jetzt weiße Schokolade genommen, Backpapier, eventuell so ein Pralinengitter, Pralinenförmchen, wenn ihr möchtet, auch noch Cake-Pop-Stiele oder solche dünnen Strohhalme. Und dann noch ganz, ganz viele süße Sachen, womit ihr eure Pralinen verzieren könnt. Als erstes starten wir mit dem Fertigkuchen. Den könnt ihr ganz einfach in einer Schüssel verrühren bzw. ganz klein matschen. Das macht ziemlich viel Spaß, einfach mal so einen Kuchen zu zerstören. Und dann habt ihr so eine bröselige Masse und dazu gebe ich jetzt einfach ein bisschen Frischkäse. Da könnt ihr mal schauen, wie viel ihr braucht. Also ich habe im Endeffekt 250 Gramm zu dem Kuchen dazugefügt, aber meine Masse ist relativ weich geworden dadurch. Nehmt also ein bisschen weniger. Ihr könnt auch Marmelade dazu machen, aber ich finde, der Kuchen an sich ist schon relativ süß. Deswegen fand ich Frischkäse irgendwie ein bisschen frischer. Am besten ist es, wenn ihr den Teig dann mal mit den Händen knetet, weil dann merkt ihr ein bisschen besser, wie weich oder wie fest er gerade ist. Den Frischkäse arbeite ich gut mit dem Kuchenteig zusammen und wenn das Ganze ja eine schöne Masse geworden ist, dann könnt ihr anfangen, kleine Kügelchen zu formen, die so ungefähr in die Pralinenform reinpassen. Und das macht ihr dann mit dem kompletten Teig. Und die Schokolade habe ich schon mal zum Schmelzen gebracht. Jetzt braucht ihr einfach nur die Cake-Pop-Stiele oder die Strohhalme in die Schokolade eintunken und dann so ja zur Hälfte oder ein bisschen weiter in eure Teigkügelchen stecken. Das Ganze kommt dann in den Kühlschrank, damit die Schokolade schön hart wird und der Cake-Pop nicht mehr vom Stiel rutschen kann. Und wenn eure vorbereiteten Cake-Pops jetzt gut im Kühlschrank waren und gut kühl sind, könnt ihr sie in eurer Schokolade wenden und ja, verzieren. Wenn ihr so kleine Cake-Pop-Pralinen machen möchtet, dann braucht ihr natürlich nicht unbedingt einen Stiel. Ich fand es ganz niedlich, weil man es so auch gut aus der Form rausbekommt und dann so in der Hand halten kann, ohne dass einem die Schokolade am Finger klebt. Aber das ist natürlich ganz euch überlassen, wie ihr das Ganze gestalten möchtet. Verziert habe ich meine Cake Pops dann mit Zuckerperlen und kleinen Pistazienstücken, so dass das irgendwie ja ein bisschen grün ist und serviert habe ich das Ganze dann mit Johannisbeeren. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses kleine, super einfache Rezept. Ich finde das eine ganz schöne Sache, also man kann halt echt richtig schöne Verzierungen machen und es sieht ganz toll aus. Und eigentlich war die Mischung ganz cool, weil man hatte dann außen so eine harte, knackige Schokolade und innen so einen relativ weichen Teig. Dann würde ich sagen, bleibt mir kreativ, ihr Lieben, und wir sehen uns im nächsten Video.